Herzlich willkommen zu Hafen TV. Die Elbe ist ein Fluss, dessen Wasserstand aufgrund der Tide ständig variiert. Gerade die Nebenarme hätten unter diesem Umstand stark zu leiden, wenn da nicht zahlreiche Sperrwerke und Schleusen wären, die dem Fluss manchmal einen Riegel vorschieben. Und in der Tat sind es technische Großleistungen, die im Notfall sogar Leben retten können. In Hamburg gibt es sie in allen Größen und Formen, Schleusen und Sperrwerke. Einige sind bereits jahrzehntealte Bollwerke, die sich täglich energisch gegen die Urkräfte des Stroms stemmen. Wieder andere sind schlafende Technikmonster, die per Mausklick einen gesamten Fluss aufhalten können. Das Bestehen und Betreiben dieser Millionen Euro teuren Bauwerke ist für Hamburg existenziell. Seit jeher müssen wir Hamburger uns mit der Bedrohung durch das Wasser auseinandersetzen. Gelernt haben wir, wenn auch aus teilweise traumatischen Erinnerungen. In Kranz steht die erste Festung, die geschlossen wird, wenn eine Sturmflut die Elbe hochkommt. Das Sperrwerk an der Estemündung. Hier halten nicht nur zwei Stemmtore dicht, ebenso verfügt die Anlage über eine formschöne Klappbrücke im Lego-Look. Wozu die Brücke? Ganz klar, hinter dem Bauwerk liegt die Sitas-Werft. Für ihre Schiffe ist das Este-Sperrwerk der einzige Weg zur Elbe und damit auch zum offenen Gewässer. Doch wie funktioniert so ein Sperrwerk überhaupt? Ist eine Sturmflut unterwegs, wird diese Information an die Steuerzentrale weitergegeben. Auf Knopfdruck beginnen die beiden Tore sich zusammenzuziehen. Pro Paar sind das 670 Tonnen. Dabei werden sie einerseits von mächtigen Hydraulikmotoren und andererseits vom Wasserdruck selbst bewegt. Sind das einfach nur zwei Klappen, die zugehen, oder steckt da noch mehr dahinter? Es sind insgesamt vier Klappen, weil wir alles doppelte Sicherheit haben. Es sind zwei Stemmtore jeweils für eine Linie, die hydraulisch zugefahren werden und sich gegen das Wasser stemmen. Deswegen auch Stemmtore. Richtig. Auf die gleiche Weise öffnen sich die Tore auch wieder. Was hier im Zeitraffer schnell geht, dauert in Echtzeit rund 7 Minuten. Genug, um das alte Land vom Schlimmsten zu bewahren. Ein und dieselbe Hydraulik bewegt übrigens auch die Klappbrücke auf dem Kranzer Hauptdeich. Je nach Perspektive ein spektakulärer Anblick. Wie eine Hantel für Riesen senkt sich das Gegengewicht ab und auf der anderen Seite hebt sich die Fahrbahn an. Die Fahrbahn ist fast 90 Grad hochgeklappt. Jetzt kann man es auch richtig erkennen, was da für ein Belag drauf ist. Das ist kein gewöhnlicher Asphalt. Nein, es ist kein gewöhnlicher Asphalt. Es handelt sich dabei um einen Spezialdünnbelag, der gerade mal 10 mm Stärke hat. Der ist in den vergangenen Jahren stark abgefahren worden. Und dadurch, man kann das hier sehr schön sehen, man hat nachträglich schon Rillen reingearbeitet, um die Griffigkeit etwas zu erhöhen. Das kann man natürlich nur sehr begrenzt machen. Und daher ist es erforderlich, diesen Belag komplett abzutragen und neu aufzubringen. Man muss sich das etwas so vorstellen wie, es ist eher eine Art Anstrich als ein normaler Asphalt. Asphalt wäre für eine solche Brückenklappe viel zu schwer und würde sich auch im Sommer, wenn er sich aufheizt, so weich werden, dass er bei der hochgeklappten Brückenklappe quasi herunterfließen würde. Nur eines der Wehwehchen, die die 1995 gebaute Brücke und ihr Kollege Sperrwerk haben. Demnächst geht's ans Eingemachte. Nicht ohne Folgen für Land und Leute. Die gesamte Steuerungstechnik wird ausgebaut, es wird eine neue Technik installiert und danach, sobald die Brückenklappe wieder geräumt ist von dem Zelt, kann angefangen werden, diese neue Elektrotechnik zu testen und zu überprüfen, ob das alles funktioniert. Die gesamten Arbeiten dauern etwa 4 Wochen. In dieser Zeit kann niemand über die Sperrwerksklappe rüber und sie kann auch nicht geöffnet werden für die Schifffahrt. Das heißt, die Schifffahrt ist insofern eingeschränkt, solange sie nicht unter dem Sperrwerk durchpasst. Wer dennoch zu Fuß oder per Rad über die Este muss und nicht außen herum will, mein Tipp, einfach Europas kleinste Rollbrücke in Kranz nehmen. Von winzig klein kommen wir jetzt auf mächtig groß. Das Sperrwerk in der Billwerder Bucht ist das zweitgrößte Deutschlands, gleich nach dem gigantischen Eider-Sperrwerk.
128 Meter ist es breit. 8 gigantische Klappen schneiden die Bucht im Notfall komplett vom Wasser ab. Notfall bedeutet ein Wasserstand von 3,50 Meter über Normal Null. Rückblick. 1999 Millimeterarbeit für ein 220-Tonnen-Ungetüm. Eines von den 8 Toren wird von Arbeitern in seine Verankerung abgesenkt. Nach Minuten der Anspannung ist es geschafft. Das damals neue Sperrwerk ist so gut wie fertig. 30 Millionen Euro war es teuer. Eine Investition, die nicht immer unumstritten war. Wir haben natürlich die letzten Jahre aufgrund der Witterung wenig Hochwasser gehabt, die spektakulär waren. Aber man sieht es in der ganzen Welt, dass also die Umwelt nicht schläft und uns mit Sicherheit irgendwann ein Hochwasser wieder ereilen wird. Es heißt immer, Hochwasser steckt da nicht so viel Geld rein, da passiert ja nichts. Aber wie gesagt, wer kann schon die Hand dafür ins Feuer legen, dass die Hochwassersicherheit nicht gebraucht wird? Und wenn man da sparen würde, ich glaube, das wäre fatale Folgen für das Hamburger Umland, beziehungsweise für Hamburg selber haben. Zweimal im Monat muss die Anlage Probe gefahren werden. Auch hier ist wieder eine Hydraulik im Einsatz, die den mächtigen Klappen Leben einhauchen. Wobei, auch bei dieser Hochwasserschutzanlage sind mehrere sogenannte Redundanzen eingebaut. Also wir haben 4 Pumpen und wir müssen mindestens eine haben. Und selbst bei Stromausfall, weil ohne Strom läuft keine Hydraulikpumpe, hätten wir auch noch ein Notstromaggregat da, das uns dann gegebenenfalls mit Strom versorgen würde. Und wenn alle Stränge reißen, könnte ich also die Tore hier auch noch von Hand schließen. Das heißt, ich müsste nur einen Umlauf öffnen und die Tore würden alleine zufahren. Das bedeutet, dass die Hochwassersicherheit also auf alle Fälle gewährleistet werden kann hier. Das Sperrwerk in Billwerder bietet übrigens auch einen Biotopschutz vor schädlichen Umwelteinflüssen und dient ganz nebenbei einer Entenfamilie als Startpunkt für einen Ausflug in den Hamburger Hafen. Nur bei geöffnetem Zustand, versteht sich. Schleusen und Sperrwerke gehören zu den technisch aufwendigsten Bauten überhaupt. Der Grund? Die schwierige Symbiose aus völlig unterschiedlichen Arbeitsfeldern. Wir haben hier den Tiefbau, wir haben den Hochbau mit dabei. Wir haben aber auch bauingenieurfremde Gewerke mit drin. Elektrotechnik, Maschinenbau, Funktechnik, das ganze IT, die Steuerung der Schleuse. Es ist also eine Kombination verschiedenster Gewerke, die hier koordiniert und aufeinander abgestimmt werden müssen. Einen Einblick in die Komplexität einer Schleuse gab es im Januar dieses Jahres. Richtfest für die neue Ernst-August-Schleuse in Wilhelmsburg am Rande des Spreehafens. Bring ich ein Posit aus. Hoch, hoch, hoch. 1930 wurde die alte Sperre gebaut. Damals ein technischer Meilenstein, für den aufwendig eine Menge Hafenboden bewegt werden musste. Das Fertigstellen der neuen Schleuse gestaltete sich nicht weniger arbeitsreich. Auch hier hilft der Zeitraffer, stundenlange Anstrengungen gebündelt zu zeigen. Hier am Haken eines von 2 der wichtigsten Elemente einer Schleuse, die Tore. Beim Einbringen in die Rahmen hielt jeder Fachmann vor Ort den Atem an. Das Risiko bei dem Toreinhubvorgang besteht im Wesentlichen darin, die 45 Tonnen wiegenden Tore am oder unter Einsatz 2 Mobilkräne passgenau einzufügen in die Portalrahmen, wo auf beiden Seiten nur wenige Millimeter Spiel sind. Und so soll die neue Ernst-August-Schleuse einmal aussehen, wenn sie fertig ist. Äußerst futuristisch mutet das Bauwerk in der Computeranimation an, nicht ohne Grund. Also in der Vergangenheit haben wir ca. 500 Schleusungen im Jahr hier gehabt an der bestehenden Ernst-August-Schleuse. Wir gehen davon aus, dass durch die Aufwertung, die städtebauliche Aufwertung Wilhelmsburgs, eine erhebliche Zunahme stattfinden wird, insbesondere auch im Bereich der Fahrgastschifffahrt. Es soll Verbindungen geben, die die Innenstadt, die Hamburger Innenstadt mit der Wilhelmsburger Innenstadt verbinden soll. Kosten rund 24 Millionen Euro, Fertigstellung Ende 2011. Ein weiterer Mosaikstein für den Hochwasserschutz Hamburgs.